Ja, ich bin Robbie Nash. Ich bin 46 Jahre alt jetzt. Ich bin hier auf Sylt, Weltcup Sylt, Windsurf-Weltcup. Und ich bin ja, ein Profi-Surfer seit Jahren. Ich habe meinen ersten Weltmeistertitel gewonnen in 1976, wenn ich 13 Jahre alt war. Mein Name ist Max Rabe und ich singe und heute bin ich hier auf Sylt, eine meiner Lieblingsinseln, und ich hoffe, dass es ein spannendes Zusammentreffen mit Robbie Nash gibt. Ein super Stil, ein super Kerl, das ganze Konzept von der Musik von ihm ist, finde ich, super und was wirklich besonders, Top-Niveau und was besonders. Das blaue Meer rauscht Sehnsucht schwer, die Heimat liegt so weit. In mir erblüht ein süßes Lied aus meiner Jugendzeit. Blume von Hawaii, ich Ich glaube, dass die Surfer alle durch die Bank doch ziemlich lässige Menschen sind, und mal sehen, es sind wahrscheinlich sehr unterschiedliche Leute, die da aufeinandertreffen werden heute. Seines Teamkollegen Ricardo Capello aus dem Delfinier-Team hier wieder zurechtzustellen. Aber Thomas Traversa heute gut eingestellt. Dani Brumm hier vorne mit einem schönen einhändigen Rückwärtszug. Servus. Grüß dich. Hallo. Kompliment, großartig. Wie geht's dir? Wunderbar. Gut. Sehr beeindruckend. Wahnsinn. Bisschen böig im Moment. Kein Wind. Sturmwarnung habe ich gehört. Ja, passt. Es war vorher kein Wind und jetzt auf einmal sehr böig, ein bisschen mehr. Unglaublich. So, morgen soll wirklich viel Wind sein. Noch mehr? Ja, ja, viel noch mehr. Was ist da für ein Druck hinter? Ah, viel. Vorsicht! Jetzt mit auflandigem Wind gibt es manchmal sehr viel. Wenn du das falsch machst, ist sofort. In dem Dünen, passt sofort. Das war hier die Bremse oder was? Nein. Ja, es ist Power. Ah, okay. Die Power. Ja. Und wenn ich will, kann ich wirklich. Okay, dry. Das ist ja ein Ding hier. Da steht man einfach drauf und paddelt. Ja, Standard paddeln. Das ist das neue. Und man kann trotzdem Wellen reiten, Sport für Fitness Training, nur hin und her paddeln durch Meer, See, Flüsse. Das ist wirklich in Amerika im Moment, das ist das schnellste wachsende Sportart. Und aber weltweit, das zeigt ihr. Wir haben ein paar hier. Kleiner, das ist 9,6. Aber wir haben wirklich sehr klein für Jungs und Frauen. Leicht,
Put your hand in there. Na, hier rein. Ach so, das ist zum Tragen. Ja, ist zum Tragen. Ist sehr leicht. Aber es macht Spaß. Wochenende hier beim Weltcup, es ist absolut voll mit Leuten. Es ist unglaublich. Auch mit Regen, auch vor Sturm. Und die Leute bleiben den ganzen Tag im Vollregen. 8 Grad, es ist unglaublich. Das unique Zuschauer. Besonders? Besonders, ja, ja. Eigentlich. Ja. Ja, auf Hawaii, wenn es so wird, niemand am Strand. Aber hier? Bei Weltmeisterschaften auch nicht. Auch mit bei Regen und so. Bei Regen nicht, ja. Aber bei gutem Wetter natürlich. Ja, die sind hart im Nehmen, was das Wetter betrifft. Hier. Aber es gibt viele Leute, die auf Sylt kommen, vor das Wetter. Sturm, Regen, das Natur, Luft. Gesundheit, Luft, ja. So. Shall we look around? Yep. Sylt war ich als Kind, die man zum Urlaub machen. Die Jugendherberge hier oben. Aha. Eine ehemalige Kaserne, ganz spartanisch. Und da sind wir dann wandern gegangen und schwimmen und so weiter und so. Ich meine, da war ein kleiner Junge und das war, für mich ist so die Insel so eine sehr vertraute Geschichte, denn die Luft und das Wasser und je höher die Wellen, umso besser. Aber natürlich mit Wassersport hatte ich nie was am Hut. Aber ich bin gern im Wasser. What's up, Kev? What? How are you doing? Movie star or what? Feared. Okay. Und der ist im Wettbewerb auch? Ja, er kommt auch aus auf Maui. Du musst deinen ganzen Krempel selber transportieren? Ja, es ist kein Formel 1. Die meisten sind wirklich allein unterwegs mit 200 Kilo Material. Es ist harte Arbeit. Ich habe das vor fast 30 Jahren gemacht. 250, 300 Kilo Material, um der Welt zu schnappen. Hier rein kommt alles und es ist wirklich, wirklich viel Material. Die darf hier nicht rein, die darf nur unten am Material. Ah, okay. No, it's okay. Don't worry, it's okay. Okay. Aber danke. Aber die Sachen, also sind das dann Ausstatter, dass irgendeine Firma sagt, ich finde den oder den wichtig, dass der das Material benutzt und dann werden die ausgestattet? Ja, die sind alle Profis. Die entwickeln das Material zusammen mit den Firmen. Ah, okay. Ja. Meistens ist es Serienmaterial, aber es ist immer in Entwicklung. Ja, es verändert sich sehr schnell. Es ist langsam sehr technisch geworden. Alles ist von Carbon und Kevlar und so weiter. Ganz leicht, steif, stark, teuer. Sorry. Hey, Robbie, how's it? That's the one thing I don't miss. Das glaube ich, ja. All the material. Traveling with all that stuff. Vor allem, wie kriegt man das ins Flugzeug? Schwer. Aber du nimmst das mit, nicht als Cargo, aber als Baggage. Aber nicht ins Flugzeug. Im Flugzeug, mit. So Montag früh ist Hamburg Flughafen voll mit Material. Aber man nimmt das nicht mit in die Maschine. Mit in die Maschine. Nicht als Cargo, aber direkt zum Check-in. Bin da, ach so. Credit Card und ja nicht im Sitz, aber es geht, Sitz, aber es geht in deinen Flug. Das ist wie bei uns. Ja, teuer, aber man muss das machen. Wenn du es bei Cargo schickst, ist es vielleicht 2-3 Wochen da. Du musst es sofort mithaben. Das ist wie wenn du irgendwo spielst, muss alles mitkommen. Ja, das ist bei uns natürlich auch immer das große Drama, gerade wenn wir so ins Ausland fliegen. Das ist Sie unglaublich. Sind 12 Leute, mit Musiker und Bass und das, ja. Das ist viel Gepäck, viel Übergepäck. Yes. Das ist das große. Ja. Credit Card. Cool. Ja.
Was ist jetzt hier noch in den Zelten? Essen. Ach so. Essen und Trinken für das ganze Zelt. Für das Publikum. Dort durch. Das ist der Fahrlager, wo die Essen und so haben kann. Bisschen privat, ohne Leute. Und für die Sportler. Für die Sportler. Und dann ist es alles am Abend hier, voll los, Publikum und so weiter. How are you? Good, how are you? Puedo sacarme una foto con si, si. Yeah. Sorry, he's the father of a friend. Yeah, it's okay. Yeah, it's funny now, it's changed so much. When I was really riding, we would just be on the beach all day. Und jetzt, wenn es keinen Wind gibt, die sind alle da rein im Internet. Das Welt hat verändert. Die Fahrer sind immer am Computer. Das ist unglaublich. Niemand am Strand, surfen alle im Internet. Ja, surfen und spielen und Twitter und keine Ahnung was. Und sonst war man immer draußen und das. Und dann, okay, ich muss zum Heat gehen, die gehen raus. Aber das Freizeit, auch für Sportler, die sind zu oft am Computer. Komisch, schau mal, wie viele Computers offen sind. Possible? Yeah. Yes. Perfect. Cool. This is my baby, Eliezer Alonso. Hi, nice to meet you. Pleasure. Nice to meet you. Yeah, friend. You too. Encantado conocerte. Gracias. Thank you. Encantado. Gracias. De nada. Ja, das ist lustig. Und ich, wenn ich unterwegs bin, bringe ich keinen Computer mit. Nie. Wenn ich zu Hause bin, habe ich viel Arbeit, aber es ist besser als den ganzen Tag, jede 5 Minuten E-Mail schauen und so. Ja, na, ich habe mich bisher aus dem ganzen Rauch rausgehalten. Ich bin sozusagen den Schritt übersprungen, dass man sagt, es ist zu viel. Also die, ja. Es gibt ja jetzt Leute, die das abschaffen und ich habe es noch nie angeschafft. Aber ich hätte dann das Gefühl, die ganze Zeit irgendwie unter Strom zu stehen. Man muss ja auch mal zur Ruhe kommen, um sich was einfallen zu lassen. Also, ne? Manchmal müssen sich die Dinge ja auch ersetzen, bis man eine neue Idee findet. Und wenn permanent was los ist um einen herum oder man muss immer auf Abruf sein, dann kommt man irgendwie nicht weiter, oder? Ja. Also mir geht es so im Vergleich. Naja. Too much communication is a bad thing. It's no communication. Yeah. Give you a trapeze and you can no. So powerful. Where it makes power is in the power zone hier vorne. Yeah. An der Seite und oben ist es ziemlich easy und sicher, aber Entschuldigung. Yeah, my life is in your hands. Das heißt if I pull it into the power zone like this, okay. Auch mit sehr leichtem Wind kannst du viel Power damit bauen. Ja, ich merke das schon. Ich habe schon Respekt, aber ich weiß nicht, wenn ich danach... Du musst immer aufpassen, wo das Drachen ist. Also wenn ich das aber loslasse, dann geht ja schon der Wind raus. Ja, so. Alles auch das könnte mein Leben retten. Sehr schön. Wind im Moment, weil ich möchte nicht, dass du in den Dünnen fliegst. Das Beste ist ein konstanten Wind. So aber der gibt ja, das kannst ist ja probieren, so. Aber ein Fehler im Moment wird gefährlich. Ja, man muss ja nicht, man muss es ja nicht übertreiben. Zu diese
zu den Leuten da. Zu den Leuten und das Holz und Concrete und Steine. Das ist zwei Sekunden weg im Moment, der Wind. Zeig dir, I can jump. Also wenn es so ist, mit Wolken und so, kann es plötzlich zu viel Wind sein, als Anfänger. Ja, ja. Dann wird es gefährlich. Ja, gut, jetzt wieder rechts. It's gonna fly me away. You're a natural. You're ready. Yeah, I'll bring it down and we'll hook you in. We'll come back a little. Hook that up to there. This onto here. Okay, and then I will help you. Now, if you get into trouble too much, just let go. Okay. Don't fight it, just let it go. Yeah. That's the number one thing. If you start to feel out of control, lass es los. Okay. Good. I'll hold you in place. Und jetzt an die linke Seite runter. Ja, jetzt kommt es. Bisschen rechts. Ja. Ist okay, es kommt wieder. Du kannst ganz oben bis die rechte Seite probieren zu fliegen. Wow. Ja. Was denkst du davon? Super. Ich will gar nicht mehr aufhören. Ja, es ist wie ein Drog. Wenn du beginnst, für die nächsten 3-4 Jahren willst du nichts anderes machen. Aber nebenbei muss man ja dann auch auf dem Wasser noch sein. Ja, klar. Makes a lot of power. Vorsicht! Sorry. No, no problem. I'll take it off. Wait. Dankeschön, das war toll. Wow, was für eine... Wir organisieren was für dich. Du bist ein sobald Naturtalent. Sobald das Wasser in der Nähe ist, wird es, glaube ich, gefährlich. So? Ah, okay. Die meisten sind Chaos im Beginn. Ja. Weil die haben kein Gefühl für Windrichtung und so. Und du verstehst das ein alles. Bisschen, das, ja, ist schön. Echt toll. Du weißt, was rechts und links bedeutet mit der Wind. Und viele Leute, die keine Surferfahrung haben, das ist schwer zu erklären. Das Beste ist, irgendwo schön und warm zu lernen. Ja. Hawaii oder Summer Bay, Ägypten oder Brasilien. Kurmuschel. Ja. Wir haben immer die offizielle Sache und die Siegerehrung da. Das ist was für dich. Nee. No? Da rein zu singen oder spielen. A hard job if you can get it. You played in Carnegie Hall before, huh? Yeah, in last year. Good evening, ladies and gentlemen. And here on this stage you see the Palace Orchestra, and my name is Max Rabe. Heute Nacht oder nie sollst du mir sagen, nur das eine, ob du mich liebst. Heute Nacht oder nie will ich dich fragen, ob du deine Liebe.
Moin, Meister. How's today? Yeah, fine. Yeah. You bring a guest? Max, willst du einen Crepe oder sowas? Bobby mag am liebsten Mexican. Yeah. Ich glaube, ich nehme Schokostreusel. Nein. Nicht? Von Nein. Zimt und Zucker? Machst du was Herzhaftes oder was Süßes? Ich habe mir jetzt, weil ich habe mich jetzt auf Süßes eingestellt. Ja. Dann kann Zimt ich dir empfehlen, Zimt, Zucker, flüssige Butter. Das ist eigentlich der beste Crepe, okay, den es gibt. Das klingt gut. Das werde ich jetzt testen. Prima. So. Zimt, Zucker, flüssige Butter. 1A. Vielen Dank. Einen kleinen für dich, Robby? Ja, klein. Danke. Und wie oft im Jahr bist du unterwegs zum Arbeiten? Wir haben zwischen 90 und 100 Konzerten ungefähr im Jahr. Also wir versuchen immer so 80 Konzerte und dann wird das doch immer mehr, weil interessante Sachen sich ergeben oder so. Mhm. Also 80, 90 Konzerte oder 5 Monaten oder so unterwegs? Ja. Aber nur für live? Und dann ist es immer was zum Recording oder ist dann natürlich kommt das auch vor, aber das sind so die normalen Live-Konzerte. Hast du mal Musik gehört von ihm? Ja. Ist abgefahren, ne? Ja, bevor habe ich, es tut mir leid, aber die Namen nicht erkannt. Ja. So, ich bin im Internet gegangen, ja, viel gelernt. Ja, in Deutschland war, ist schon bekannt. Überrascht. Ja. Vom Stil her und alles, ist super. Das ist total besonders. Ja. Bist du auch der Einzige eigentlich, ne, der so richtig groß macht, 20er, 30er Jahre. Ja, die waren Zeiten. Die waren Zeiten. Echte Musik. Ja. Nicht diese elektronische Scheiße. Das waren bei euch so, waren das so Gangsterzeiten in Amerika, ne? Wo ihr die Musik von singt. Real Guns and Real Men. Ja. Good time. Okay. Okay. Schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Thanks. Robby, vielen Dank. Uns noch. Ja. Herr Rabe. Tschüss. Sprichst du so gut Deutsch? Ich habe für 2 Jahre in der Schule gelernt, vor 30 Jahren fast. Und seit dann nur wegen Sylt, Sylt und also keine Vorfahren. Düsseldorf Boatmesse und so ist es langsam besser geworden. Hm. Aber ich habe keine deutsche Familie oder so. Es ist nur von. Ist aber das ist gut, das ist völlig perfekt. Charmanter amerikanischer Akzent, aber alles grammatikalisch auf den Punkt. Sehr gut. Mein Vokabular ist ziemlich eng. Ja, ich muss sehr oft Wind. Louvre, Le, das braucht man nicht. You can go to the farthest islands in Sumbawa, Indonesia, and you still have cell phone service, but you drive 10 minutes out of town in Sylt and you have no cell phone service. Classic. Ein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Hast du eine Frau oder Kinder oder sowas? Nee. No? Not yet. Wie alt bist du? 46. Same as me. 63. 2. 62. December. Ah. It was April 63. So I have a few more months. Okay. Seriously. Hey, Bossy, it's Robby. Hey, could you maybe do me a favor or see if someone could? I forgot to bring the paper with me. I'm still doing the shooting, but I really wanted to see if there's a chance you could try to call British Airways for me. You're kidding. Call failed. No more service again. But he heard it already. No. No? It took me too long to get to the point.
How can the service be gone again? Keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn. Schweigt das Telefon. Hey Bossy, sorry, I have really bad service here. Is there any chance that you could call British Airways for me and see if they can figure out where my bag is, my sale? Hello. It's like being in, I don't know where, third world country. Den Zustand find ich höchst fatal, wo jeder nur darüber klagt, das Telefon an Nerven nagt. You ride horses? Yeah? I eat horses. Oh. What's up, guys? Guten Tag. Hallo. Hallo. Bossy. Hey, sorry, I was trying to call you, but I had no service. I was Wer ist denn der Bravste? Der Bravste ist der Lipizzaner. Der in der Mitte und dann ist also der Schlauste dort hinten. Den reiten Sie. Passt doch gut. I really need that sale tomorrow. So just trying to find out, because I haven't heard anything when we're done shooting. Okay, sounds good. Thanks. Okay, bye. Bye. Passt doch gut. Okay, let's climb the horse. Sure. Hi. Hi. Hi, bud. How are you doing, baby? Also, du kannst reiten. Where are we going? Ja. Ja. Beim Aufsteigen und beim Absteigen Leckerli geben. Aha, okay. Haben wir denn welche? Ich habe hier Brot. Ah. Das von oben machen oder was? Ach, vorm Absteigen mit Brot ködern oder was? Nee, nee. Nach dem Absteigen dann geben. Ach so. Und beim, wenn du drauf bist, auch geben. Du kannst jetzt auch schwimmen. Na. Cool. Yeah, no problem. All right, girl. Okay? Yeah, sure. Try to put your weight in your feet. Yeah. In the stirrups. Don't press too hard with your legs. Yeah. Just cruise, yeah? Take your breath and follow. Okay. Technician's up. Okay, go. They won a race. No. What a sky. Yep. Not too fast. This one really wants to run. I think the horse knows that I don't know what I'm doing. Good girl. Do you ride horses a lot? I'm a farmer's son. Cool. I have two horses, but I've never ridden them. They're just in my pasture with my cows. In die Richtung, oder? It's nice to have a horse in the garden. Yeah, it's beautiful. I have 27 cows, cattle, and two horses in the garden. But their children are riding. No, they're retired. Race horses from a friend, barrel racing. And they're old, and I have a very nice pasture, so they just put them in my pasture to have a nice life. That's just a nice, nice idea. Because they lived where there's no good grass. Hop, yeah. Hop, hop. Whoa, 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 whoa. Stop. Sorry. Yeah, she turned and my foot came out. She didn't kick me off, that's good. I think my horse knows I'm a surfer, not a horse rider. Yeah, she's nice. She didn't throw me off, at least. She's cool. She knew she had an idiot on her, and she was still nice.
Wiedersehen, vielen Dank. Ja, war mein Vergnügen. Auch. Sehr gut geklappt. Dankeschön. See you, Bella. Ciao, girl. Tschüss. Tschüss. Have fun. Find the hat in here? No, they found it. I saw. Habt ihr den Hut gefunden? Da. I need it now. My hair's... I got horse head now. Horse head. Here, horse look head. At me. I'm profi. There you go. No, mine is... I pretty much wear a hat 99% of the time, so... Uh-huh. That holds my hair in place. Otherwise, it's like Mickey Mouse. There, might as well try it. In this car, you need a couple of strippers with you driving around. Then it would look more the part. That would get people talking. Yeah, Max Rabe and Robbie Nash, kleine Detour. Haben ein paar Strippers genommen. Aber das ist ja ein Schild gefahren. Das Auto ist zu klein dafür. Was will man da machen? Schokolade. Schon essen. Knapp. Schokolade essen. Wir können mit Telefon miteinander sprechen. Hallo? Well, maybe that's for the VCR. Yeah, that's for the TV. No, you really need some strippers. You got 4 years. Ja, 59 kann ich anbieten. 48, moin. Hallo. Hallo. Hier? So, where are you from originally? Born in California, La Jolla, San Diego. Mm-hmm. But raised in Hawaii on Oahu from the time I was 4 years old. My dad moved there to surf. He was a surfer, not windsurfing, normal wave riding. He was a lifeguard in La Jolla and a surfer. And he was going to Hawaii. He was in the 50s surfing in the very early days. Hat diese Wellenreitgeschichte da so eine lange Tradition oder ist das eigentlich nur eine Sache aus den 50er Jahren oder wann hat man zum 50s. Ersten Mal? Ja. 50s, ja. In den 15 Jahren hat irgendeiner mal gesagt, ich nehme mir ein Brett und stelle mich da drauf und gehe ins Wasser. Ja, ja, war alles neu in der Zeit. Wer war der Erste, der ein Segel genommen und dann auf das Brett gestellt? Der Hoyle Schweitzer oder Jim Drake in Kalifornien. Zwei. Zeitgleich, zur selben Zeit ungefähr.
Ich glaube, in Europa geht man davon aus, dass der Erfinder davon Nash ist. Hm. Ich bin in 74 begonnen. Aber auch schon der? Ganz im Beginn. Ein Pionier. Wie ist es mit Hein da bei euch? Ne? Hein war? Sharps. Sharks. Haie. Sharks. Oh, kein Problem. Gibt's nicht? No, es gibt viele, aber. Die tun nichts oder die wollen nur spielen. Selten. Ein paar im Jahr, aber normalerweise nicht so schlecht. Keine Unfälle? Ja, hin und her. Ein paar im Jahr. Ein Fuß oder ein Arm oder ein Bein. Also nichts, worüber man spricht. No, es ist sehr selten, dass was geschehen ist. Ja, mit Wellenreiten und Surfen und so. Aber ein paar Mal im Jahr. Und kommen die nah ans Ufer oder muss man dann schon sehr weit rausfahren? No, die Unfälle sind immer neben dem Strand. Danke sehr. Die Tiger Sharks, die sind die schlimmste. Normalerweise wohnen sie ganz weit draußen, aber zum Essen kommen sie voll rein. Ich habe persönlich vier Freunde, die gebissen sind. Vier Freunde, in alle Jahre. Eins Windsurfen, er hat eins geschlagen, in den Wasser gefallen und nur an dem Bein gebissen. Das war auf Maui. Eins beim Wellenreiten nach einem Regen und dann surf eine Welle, das neben einem Fluss, einem River kommt, so das Wasser ganz schmutzig war und das ist gefährlich. Wenn es regnet und das Wasser schmutzig ist, es ist besser nicht Wellenreiten zu gehen. Weil man also sonst die Haie können nicht sehen, was die essen und die denken, dass du ein Schildkröter, Turtle bist, weil das ist die Hauptessen. Und er hat seinen Fuß sehr schlimm genommen. Er hat das Fuß noch, das war schlimm. Und also er hat gebissen, aber der Fuß ist noch dran. Ja. Und das war auch auf Maui. Eins in Fiji, Kitesurfen. Er hat einen Sprung gemacht, gelandet und sofort am Knie gebissen, weil er hat das Shark, das Hai erschreckt. Ja. Angst gegeben. Ja, ja. Der andere war beim Tauchen und hat sein Bein gebissen. Aber das ist halt, we're playing in their home, so. Ja, das ist wahr, ja. Alles, was mit Brett zu tun hat, Skateboarden, Bandleiten, Kitesurfen, Snowboarden, ja, alles mit Brett. Nur für Surfen und Bandleiten und Kiten und so ist es schon zu viel, mein Niveau zu halten. In alle drei Sportarten ist es hart, weil es gibt die meisten Leute, die gut sind, machen nur einen Sport. Ja, nur Kiten jeden Tag oder nur Windsurfen jeden Tag. Und wenn ich alle drei verschiedene mache, plus arbeiten, und das macht es ein bisschen mehr schwer, das Niveau zu halten. Aber ich will nicht zu weit hinter das Top-Niveau gehen, dann macht das keinen Spaß. Ich muss intensiv trainieren. Naja, das unterscheidet uns sehr, weil ich habe auch schon Spaß, wenn ich beim Sport unter meinem Niveau, aber das ist ja auch nicht so. Ja, für mich, wenn ich nicht gut bin, habe ich überhaupt keinen Spaß. Ja. Dann mache ich was anderes. Was für dich der Sport ist, ist für mich dann die Musik. Mhm. Ja. Und wenn du ein schlechter Sänger bist, dann mache ich das, lasse ich es leider nicht. Ja. Ja. Luckily we found something we're good at, so.
Ja. Und dir? Hobbys? Was anderes? Von wenn wir so viel unterwegs sind, dann habe ich eigentlich auch Lust, wenig zu tun. Also eigentlich bin ich ganz gerne auch mal faul. Aber es dreht sich schon sehr vieles einfach immer um die Musik. Und wenn man dann mal nicht auf Tournee ist, hat man ja trotzdem irgendwie immer Musik im Kopf oder irgendwelche Dinge, die sich um die Arbeit drehen. Also man ist ja immer damit beschäftigt und dann schreibt man was auf und so. Und deswegen fand ich das, also obwohl ich ein ganz miserabler Surfer bin, finde ich es so elementar. Man steht auf so einem Brett und hält ein Segel fest. Man denkt sofort an nichts anderes mehr, außer daran, dass man auf einem Brett steht und ein Segel festhält. Mhm. Und so reduziert auf sozusagen aufs Überleben. Na, also man kann da nicht plötzlich über eine Melodie nachdenken oder so. Dann liegt man sofort im Wasser. Ja. Du kannst, wenn du ein bisschen besser wirst. Ich kann über was ich will denken. Wenn ich surfe, bin ich immer irgendwo anders. Dann ist es für mich viel besser, auf einem schlechten Niveau zu bleiben, weil ich dann viel weniger über die Arbeit nachdenke, sondern über das, dass ich nicht ins Wasser falle. Bye, Ladies. Viel Spaß noch. Danke. Train your voice? Yeah. But you sing from very deep, low, it's not... No, I have a big range, but it's... Yeah. But it was always like that. I'm a baritone, a high baritone, so... And I can... There's a mixed tone between Kopfstimme. Und Bruststimme. Yeah. So, ich kann sehr hoch gehen. Yeah, because you bring it up. Yeah. Genau. Ach, wie herrlich ist es in Paris. Die Frauen sind so süß und dennoch ist mir mies. Jeden Abend Smoking oder Frack. So geht das Tag für Tag. Das ist nicht mein Geschmack. Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahre nach den Fidschi-Inseln, nach den Fidschi-Inseln. Dort ist noch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu, ach, wie ich mich freu. Ich trage nur ein Feigenblatt mit Muscheln, Muscheln, Muscheln und gehe mit ner Fidschi-Puppe kuscheln, kuscheln, kuscheln. Von Bambus richte ich mir eine Klitsche ein. Ich bin ein Fidschi, will ein Fidschi sein. Da ist es so wahrscheinlich wie beim Sport auch, ne? Wenn man dann eine Technik hat, dann ist es, auch wenn man dann krank ist oder müde, hat man dann trotzdem sein Handwerk. Sein Handwerkszeug da, ne? Ja. Know how to handle the voice. I always thought it would be super cool to be able to sing. To stand in front of a crowd of, you know, 50 or 80,000 people and be insane. Mm. I used to, if you'd hear like a really good song, I would always like imagine that you were singing that song in front of like all these people, all these girls in the front crying. Oh, it must be so cool. Never been to an aquarium alone before. Only 5,000 Kinder. Oh, look at this. Sharks. It's like home. Let's go swimming in here. That'd be fun. Sie sehen ein bisschen beleidigt aus, oder? Beleidigt? Beleidigt. Was bedeutet beleidigt? Wenn ich was zu dir sage, was dich kränkt. Aha.
ist echt sauber. Ich bin in viele verschiedene Aquarien gewesen und es ist wirklich nicht schlecht. Das ist gut, ne? Ich bin auch ganz beeindruckt. Cat shark, never seen that. See, most sharks can't do that. See how he's pumping his gills? Yeah. Normal sharks have to swim to pump water. Ooh. They can't do that. I thought only nurse sharks could. Get him. There's a black tip. That's what we have at home, everywhere. And they're dangerous? No. I mean, you don't want them to bite you, but they won't. Only by mistake. Come and take a photo of this sign. Was war das? Yeah, there's a restaurant. Keek in restaurant. Yeah. Keek in restaurant. Keek in. Heißt das? Yeah. Keek in. I have to take a picture of that and send it to my brother. What's funny about that? Keek in means guck rein, ne? It's a yeah. Slang? No, not slang. It's a dialect. Dialect. North German dialect. Because Keek? Yeah. It's another meaning. Yeah, Keek is a... like a slang to take a big shit. Oh. So it's like, take a big shit in the restaurant. My brother would die if he saw that sign. Because he loves that kind of stuff. So he's talking about that's Keek. Totally... Keek in restaurant. I have to drive there tomorrow and take a picture of that. One last beer or that's up to you. Yeah, no, one more. Dankeschön. And tomorrow kick in restaurant. Kick in. Die Tochter ist zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre alt. Das ist ein tolles Alter. Ja. Full of action. I'll show you some swimming. Cute. Cute, she's really cute. Yeah, watch her. Watch her swim. Amazing. 2.5. Oh my god. It's so fun. She's a little singer. Well, you probably can't hear it, but she's singing and singing and singing. We're on a holiday with our motorhome on the mainland. She says, ready? She's always singing. And that was your wife? Yeah, that was my wife. Yeah, good fun. Family. It really changed everything. It was amazing. Now when I'm traveling, I want to get home like immediately, right away. Yeah. Because with my first daughter, I was still young and really self-focused, you know? So still good, but it was different. Now you know it better. Yeah. You learn a little more as you get older and appreciate things differently. So, but it was good. It was good to be a young dad and it's good to be an old dad too. So you see both sides. Ja, du hast alles. Das ist doch das Beste, was bist du ein glücklicher Mensch. Yeah. I'm getting tired. Shall we go? Yeah. Cheers. You have a good night. I'm going to bed. I have to be up early. It was great to meet you. Good fun. Viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das. Ja, es hat mir Spaß gemacht.
Und vielleicht sehen wir uns irgendwann. Okay, tschüss. Ciao.